Bekomme ich eine höhere Altersrente deshalb, weil ich eine besonders schwere Behinderung habe? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, wir bekommen ja sehr, sehr viele Anfragen auf Rentenbescheid24.de. Jeden Tag ganz viele E-Mails und ich muss Ihnen leider sagen, wir schaffen es leider aktuell nicht, alle Fragen zu beantworten. Deshalb bekommt der ein oder andere auch eine Antwort-Mail von uns mit dem Hinweis, dass wir die Fragen nicht beantworten können, weil wir es zeitlich einfach nicht schaffen. Deshalb kann ich Sie einfach nur um Verständnis bitten. Wir haben aber eine Anfrage reinbekommen zum Thema Altersrente für schwerbehinderte Menschen und dort möchte der Versicherte wissen, ob er denn einen extra Zuschlag an Rente erhält, weil er im Rollstuhl sitzt. Meine Damen und Herren, der Versicherte, der Anfragende ist Bezieher einer Altersrente für schwerbehinderte Menschen und diese scheint wohl offensichtlich nicht hoch genug auszufallen. Also ich würde das nicht werten, sondern einfach nur so feststellen. Und er fragt, ob er aufgrund der Art seiner Behinderung da noch einen extra Zuschlag bekommt. Nein, meine Damen und Herren, das sieht das Gesetz, das SGB VI, so nicht vor. Für diejenigen, die eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen beziehen, gibt es nicht noch einen extra Zuschlag obendrauf für die Art der Behinderung oder für die Schwere der Behinderung. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel schwerbehindert ist und im Rollstuhl sitzt, leider ist das häufig so, dann bekommt er nicht deswegen, weil er im Rollstuhl sitzt und sich nicht mehr so fortbewegen kann wie andere, die nicht im Rollstuhl sitzen, nicht noch einen extra Zuschlag an Rente. Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen dient als Nachteilsausgleich für eine Schwerbehinderung. Sie ist aber nicht, also es gibt keine gesetzliche Regelung, die dazu führt, dass die Rente nochmals nach oben geht, weil man eine besonders schwere Behinderung hat, die einen selbst leider oftmals dann auch sehr belastet und die ihn auch sehr einschränkt und auch noch zusätzlich Kosten verursacht. Das lässt das SGB VI in der aktuellen Fassung nicht zu. Da gibt es keinen extra Zuschlag dafür. Das ist gesetzlich nicht vorgesehen. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zum Thema Altersrente für schwerbehinderte Menschen und extra Zuschlag aufgrund der Art der Behinderung. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.